Hat er nicht. Super. Heulechse rechts. Heulechse rechts. Alternativ von Ongo links. Also er wird so oder so ein Plus machen. Ich, oder beziehungsweise same. Ich kann machen, was ich will. Kann ich denn irgendwas machen? Nee. Neun, sieben. Von oben gesehen passiert mir nichts. Also nur links. Das wäre mir aber egal. Vielleicht ist er auch... Ich muss auf jeden Fall den Kokutus, Kokutus, wie der heißt, gewinnen. Versuchen zumindest. Komm, ich opfere mal die Rinoa. Also vielleicht opfere ich sie, ich weiß nicht. 7-4. Nein, 8, Ass, 7. Gut, dann ist das die schwächste. Wobei, ich kann natürlich auch die zurückgewinnen einfach. Ja, da passiert mir nichts. Ich verliere nur die Selfie-Karte, aber gewinnen werde ich trotzdem. So, okay, jetzt werde ich das so lange offscreen machen, bis, ich mache nochmal kurz mit euch zusammen um und dann mache ich so lange offscreen, bis er diese Pisskarte dabei hat, endlich. Ja. Alles klar, dann bis gleich. So, Freunde, ich habe gerade die Rinoa-Karte wieder verloren. Und dafür bringt er jetzt Cerberus mit. Sehr schön. Ich habe, glaube ich, jetzt 5 Matches bestritten. Das ist, ich bin einfach nur kaputt. Ich kann nicht mehr. Das ist so anstrengend. Ich werde auch, wenn ich die beiden Karten habe, den... Ich weiß gar nicht, wie weit der Part jetzt vorangeschritten ist. das auf jeden Fall dann beenden. Boah, das ist so unglaublich zäh einfach alles. Das mit Rinoa ist zwar gerade ein bisschen unglücklich, muss ich sagen. Meine Konzentration langsam auch ein bisschen nachlässt, das ist nämlich das Problem an der Sache. Eben weil es halt so scheiße ist. Gut, da ist Plusgefahr durch den Beißkäfer. Was ist, wenn ich den da hinsetze? Da passiert... Zunächst mal nichts. Außer ich den in der Falle locken kann. Ja. So. Gut. Das ist Sportskamera Cerberus. Dankeschön. So, jetzt hoffe ich, dass er die Rinoa mitbringt. Okay, Leute. Jetzt ganz ruhig. Ganz ruhig. Alles wird gut. Ja. So, das ist schon mal... Das ist schon mal safe. Gut, 3 und 6, was hat er vor? Ja, der will Plus machen mit dem Guhas Ei. Das wird der Alex aber zu verhindern wissen. So. Das kann er gerne tun. Das tangiert mich äußerst peripher. Außer, dass ich jetzt die Selfie verlieren werde. Nee, werde ich nämlich nicht. Doch, werde ich schon, aber ist nicht schlimm, weil ich jetzt nämlich erstmal schön plusse. So. Und damit wäre die Sache nämlich auch durch. Gut. Ein nahezu perfektes Ergebnis.
und Drinoa. Sehr schön. So. Und nu? Was zum Teufel ist das? Monster, wohin man schaut. Das kann doch nicht gut ausgehen. Dass der Mond von Monstern bewohnt wird, habt ihr doch in der Schule gelernt. Diese Monster sammeln sich gerade an einem Punkt auf dem Mond. Das nennt man Träne des Mondes. Die Geschichte wiederholt sich. Und jetzt? Wart ihr schon bei Leone? Nein. Geht die Treppe im Gang hinauf, dann kommt ihr in Leones Zimmer. Ihr habt die Erlaubnis, sie jederzeit zu besuchen. Okay. Machen wir das jetzt. So, aber erst gehen wir speichern. So. So. Nochmal kurz überprüfen, nicht, dass uns irgendeine Karte jetzt vielleicht doch fehlt. Nee, alles gut. Passt. Es könnte ja rein theoretisch sein, dass die Elione auch eine Karte hat. Hm. Aber von wem ist die Frage? Hm. Das wäre jetzt die Frage, ne? Naja, gehen wir erstmal mit ihr ein Schwätzchen halten. Falsch. Das wäre so geil, wenn einfach jetzt der Typ die angefasst hätte. Also jetzt nichts Schlimmes, einfach nur so angefasst. Einfach so mit der Hand so. Auf die Hand irgendwie oder so. Oh, wo sind wir hier? Ah! Ich habe so Hunger, ne? Das will ich jetzt noch machen. So. Hallo, guten Tag. Der Präsident ist ein komischer Kauz. Er fliegt im Raumanzug umher und überprüft alles selber. Bis vor 17 Jahren wurde Esther von der teuflischen Hexe Adele beherrscht. Danach wurde Adele versiegelt und hierher gebracht, ein optimaler Ort, wo die Schwerkraft ausbalanciert ist. Es besteht aus einem speziellen Material. Es hält Adele fest und schirmt zugleich jegliche äußerliche Einflüsse ab. Funk, Schall und Gedankenwellen und sogar Kopplungen. Die Störwellen sind so stark, dass es sogar Auswirkungen auf den Planeten hat. Wenn das Siegel versagt, wiederholt sich der Albtraum von vor 17 Jahren. Damit das nicht passiert, überwachen wir es hier. Schauen Sie! Der Präsident kontrolliert es persönlich. Es war der Präsident, der Adele versiegelt hat. Seit der Zeit macht er seine Inspektion regelmäßig. Mhm. Nicht auszumalen, was passiert, falls das Siegel gebrochen wird. Der Präsident macht sich immer Sorgen. Ihr scheint Elione schon seit der Kindheit zu kennen. Zeit für eine Wiedersehensfeier. Dafür ist keine Zeit. Ach komm, die Zeit nimmt man sich. Hallo. Lange nicht gesehen, Squall. Stimmt. Es tut mir echt leid, dass ich euch mit hineingezogen habe. Macht mir nichts aus. Ich weiß jetzt, warum du es getan hast. Und, waren wir dir von Nutzen? Natürlich. Durch euch konnte ich alles sehen. Durch euch weiß ich jetzt, mit wie viel Liebe ich aufgewachsen bin. Ich konnte die Vergangenheit nicht verändern, aber ich habe sie mit eigenen Augen betrachten können. Vielen, vielen Dank für alles. Schon okay, ich habe aber eine Bitte. Du sagtest, dass man die Vergangenheit nicht verändern kann. Man kann aber die Vergangenheit erleben. Ich sehe die Gegenwart mit anderen Augen, da ich jetzt weiß, was damals passierte. Man muss sich selbst verändern, nicht die Vergangenheit. Wirklich? Kann man die Vergangenheit nicht verändern? Ich muss es wissen. Bring mich zu Rinoa. Zu Rinoa in die Vergangenheit.
Ich muss wissen, was mit Renoir passiert ist. Ich muss sie warnen. Du willst sie retten. Du willst Renoir nicht verlieren. Ich kann es leider nicht. Ich kenne Renoir nicht. Ich sagte doch, dass ich nur Menschen verbinden kann, die ich persönlich kenne. Ich habe Renoir mitgebracht. Ich bin nur ihretwegen hier. Komm bitte auf die Krankenstation. Es tut mir echt leid, dass ich euch mit hineingezogen habe. So, mir tut es leid, dass ich dir die Karte... Was? Ausgerechnet jetzt ein Spiel? Ja klar, wann denn sonst? Ich meine... So, vielleicht ist da irgendeine Regel dann weg. Wollen wir mal probieren? So, laut Guide ist das die stärkste Gegnerin des Spiels. Auch wenn noch ein paar Karten fehlen, aber gut, wenn der Guide das sagt. Okay, genau die Karten wollte ich nicht. Na komm, gewinnen wir das schnell. Wir haben lange keine Karten mehr gespielt. So. Knifflig, knifflig. Ach komm. Was soll der Geiz? Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Nehmen wir die da. 6 und 8, das bringt mir nichts. Bringt denen das irgendwas? Nee. 8 und 7 würde dem was bringen, definitiv. 7 und 7 bringt dem nichts, bringt mir aber nichts. Super. Ich kann ja einfach nicht zurückgewinnen, ne? Ah, die 9 würde dem was bringen. Dem Kerlchen. Na ja, gut, dann. Dann machen wir das so. Gut, ist der Super-GAU. Kann ich hier irgendwas deichseln? Ne, ist verkehrt herum. Fuck. Das bringt ihm gar nichts, ne? Ne, bringt ihm knapp nichts. Knapp. Also ihr. Nein! Das ist doof. Oh wow, es hat ja einfach zwei GF-Karten. Scheißdreck. Okay, jetzt spiele ich ein bisschen offensiver. Keine Wahl. Und dafür habe ich Adamantheimal. Die ist gar nicht mal so verkehrt. So. Okay, der hat echt Vorteile, ne? Der hat richtige Vorteile jetzt. Fuck. 6 und 1. Bringt nix, glaube ich. Ne, 5. Ne, bringt nix. Bringt mir das was? Ich gucke immer nur auf die Gegner. Mir bringt das fast. Nee. Um ein Haar hat mir das was gebracht. Um ein Haar. Würde auch nichts bringen. Okay, es wird entschieden, außer... Was muss ich rechnen? 15, 14, 11, Alter. Nee. Ja, ich muss ich ja machen, ich habe keine Wahl. Fuck, 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 nein! 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 Und sie hat keine der Karten dabei. Ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt. Ich hab Hunger, Mann. Ja, okay. Da geht er auf. Spekuliert er auf Plus. Die. Gut, das ist Wumpe. Na, ist nicht Wumpe. Wen nehme ich denn jetzt? Hier, komm, ich gehe aufs Ganze jetzt. Fertig. Okay, 3 und Ass bringt dem nichts. Aber mir bringt das was. Dann kann ich nämlich die gewinnen. Kostengünstig. Wieso hat die eine Karte nicht dabei gehabt? Was ist das denn für ein Käse, Mann?
Ah, okay. Das ist die Karte, die wir wollten. Ursprünglich. So. Und ich würde ja lieber Alex sich jetzt auch direkt hier an... Jawohl. Aneignen. So. Was hat er bloß vor? Will er etwa mit Grendel ein Plus provozieren? Könnte das sein? Okay, ich kann einfach die Karte nicht holen, ne? 5, 6, kann er da was machen? Ja, shit, da macht er Same. Aber bei Same gibt es ja kein Plus, ne? Kein Combo. Boah, ich bin so fertig. Nee, ich muss unten blockieren. Ich frage es nur mit wem. Also bei Same gibt es kein Combo. Und 6 ist immer noch im Rennen. Aber es könnte ich jetzt theoretisch blockieren. 3 und... Ah, da kann er... Fuck, kann er auch Plus machen. 9, 6, 11, 10, das könnte funktionieren. 13, 12, 9 nach unten. Gut, das ist nur Same. Es ist nur Same. Was hat die vor? Ich verstehe es nicht, tut mir leid, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Okay, das war jetzt nicht bewusst, aber. Hä? Okay, gut. Ich will mich nicht beklagen, Gottes Willen. So, die Karte haben wir schon mal. Oh, was bin ich fertig, ey. Das ist anstrengender als mancher Ego-Shooter oder so. So. Welche fehlt mir jetzt? Ich habe schon wieder vergessen. Karbunkel. Okay. So, jetzt gib mir bitte einfach die Karbunkelkarte. Bitte, ich bin einfach nur den Tränen nahe. Nein! Oh, das ist so anstrengend. Na komm, sonst will ich die KD verlieren. Dann kann ich auch hier das scheiß Schumi-Kacke nehmen da. Okay, habe ich nicht verstanden. Den tieferen Sinn dahin. Ne, habe ich immer noch nicht verstanden. Okay, dann hole ich mir das. Doch, jetzt verstehe ich, okay. Ich kann nicht immer alles erklären, weil es wird einfach den Rahmen sprengen. Ich hoffe einfach, ihr seht es mittlerweile selbst so ein bisschen, was ich hier meine, wenn ich da irgendwas herum erzähle. Ja. Boah, das ist wieder so typisch. Wenn ich jetzt den Minotaurus hier hinsetze, kann er nämlich mit Chimera ein richtig fettes Plus machen. Vier, sechs, was? Ja, passt. Gut, wieder dasselbe Spiel. Oh. Okay, gucken, dass die Karte weg endlich wegkommt. So, selbe Spiel wie vorhin. Ich mache jetzt so lange offscreen weiter, bis sie dann doch endlich irgendwann mal die Kabunkelkarte mitbringt. Bis gleich. So, Leute. Ich merke, ich bin immer zuversichtlich. Das heißt, wenn das Spiel beginnt, dann melde ich mich schon zu Wort, weil ich denke, dass es das letzte Spiel sein könnte. So, okay. Dann machen wir es immer ganz einfach. Ihr. 7 und Ass. Was bringt ihm das? Das reimt sich. Gar nichts. Bringt ihr gar nichts. 3 und 7 würde ihr genauso wenig bringen. Also dafür, dass sie die schwerste Gegnerin sein soll, also ich spiele gegen den Pete, die fand ich da schon schlimmer, muss ich sagen. Ah, same. RCS spekuliert auf same. Ja, das macht sie wohl, ne?
3 und 7 bringt ihr nichts und 9 und 8 bringt ihr genauso wenig. Also soll sie mit dem Same zur Hölle fahren. So. Unentschieden, ist nicht schlimm. Da habe ich wenigstens die etwas bessere Karte mit Karbunkel. 6 unten bringt mir nichts, aber der bringt mir was. Hier. Oh, okay. War nicht bewusst. Wie gesagt, ich sehe es bei mir selbst, sehe ich es einfach nicht. Ich sehe es immer nur, außer wenn ich es wirklich drauf anlege. Sonst sehe ich es einfach nur beim Gegner. So. Das ist jetzt schon mal ein schönes Puffer, was ich hier habe. Jetzt nicht mehr. Okay, da kann er einfach gar nichts machen. Das heißt, er hat jetzt einfach mal komplett... Sie hat einfach mal komplett verloren. Karbunkel. Ah, ist das schön. Ah, ich bin im Arsch. Gut. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt zurechtschneide, diese ganzen Kartenspiele gegen Pete und auch gegen die Elione. So, schauen wir uns einfach mal kurz das Ganze an. Habe ich noch irgendwas zum... hier. Da. Laguna. Da ist er. Tja, und jetzt fehlen noch... Tja, drei Leute. Wer könnte das sein? Ist eigentlich ganz einfach. Gut. Uns fehlen noch eine Menge GF-Karten. Eine Menge GF-Karten. So. Oh, hi. Warte, bist du ja. Was zum... Alarm auf der Krankenstation. Alarm auf der Krankenstation. Bewaffnetes Personal, bitte auf die Station. Krankenstation? Renoa? Ich werde hingehen. Es ist gefährlich. Geh in den Kontrollraum, Elione. Okay. Irvine, pass auf Elione auf. Jupp, jupp. Wow. Was ist los? Was ist mit Renoa? Ich speichere erstmal. So Leute, und um herauszufinden, was sie Renoa da gerade macht, werden wir das beim nächsten Part dann sehen. Gut, jetzt kann ich mehr sprechen, gar nichts mehr. Ich bin einfach nur fertig jetzt. Gut Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank für euer Interesse. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!